Ja, hallo, ich bin der Vari und ich bin hier mit dem Jürgen von Bushcraft Light und einem Kollegen von mir, das ist der Rabe, unterwegs in die Döberitzer Heide. Wir Ja, wollen zu so ein dem Ding kleines wollte ich bisschen ja mal. spazieren gehen und auch meine Wildkamera einsammeln. Hallo. Und ich möchte die dann anschließend an einen anderen Platz aufstellen. Und natürlich zeige ich euch auch noch die Aufnahmen, die entstanden sind. Der Jürgen von Bushcraft Light ist mit dabei. Und der Rabe ist auch mit bei. Also, wenn ich mal zu der Kamera gegangen wäre, Ja, dann wäre ich von da einfach. Weil da hinten ist Demo. Ich kann mich erinnern. Hier rein und dann noch hier 50 Meter links. also der Jürgen bringt mich jetzt zu meiner Kamera. Man kann sagen, so tief war das doch gar nicht rein. Das ist doch der umgefallene Baum da. Ja, wo ich die hier aufgestellt habe, da war es auch schon ein Nein, hier kleines dran, bisschen siehst du? dunkel. Ja, genau. Wieso sieht man das Schloss so weit? Ich habe doch ein Blatt vorgehangen. Da hing doch noch ein Blätter hier wieder dran und alles. Nee, ich klemm das ja mal richtig mit rein. Siehst du das? Siehst du nicht, hier ist er. Ein Meter. Kommt da nicht mehr Nee, der wartet draußen. Aber wo ich hier gewesen bin, war so hoch Gras. Und da hast du richtig so platte Liegestellen gesehen. hast vielleicht da ran gemacht, aber ist jetzt nicht verwelkt mittlerweile. Wir sind noch da. Also es waren ein paar Aufnahmen zu sehen. Waschbär habe ich gesehen, ein paar Rehe habe ich gesehen. Mal gucken, wo wir hier jetzt wieder rauskommen. Und ich hänge jetzt hier in der Döberitzer Heide an einer anderen Stelle eine Kamera auf. Jetzt können wir wieder raus. Zur Aftermaschine. Da. Zum Weg kommt man hier besser. Hier geht da gleich links einer rein, oder? Ja, ich bin so, da vorne ist der Weg. Also du kommst hier an dem lang. Alter hat Vorrang. Wir werden hier noch eine Weile rumwandern, die Landschaft genießen. Der Jürgen zeigt uns dann noch seine versteckten Stellen, wo er immer rastet. Welche? So, der Jürgen und der Rabe sind draußen geblieben. Die machen sich gerade einen Kaffee. Und ich gucke hier gerade nach einem schönen Platz für meine Wildkamera. Das sieht hier alles schön aus. Nicht so sehr verschlossen und auch nicht allzu offen. Spuren sind hier auch sehr schön. Genau, dann hänge ich die jetzt hier auf. Dann bleibt die hier ein paar Monate hängen und dann sehen wir weiter. Wollen die Aussicht nicht genießen. Cool. Kann man schön überblicken. Wir sind gerade beim Einpacken. Unsere Tour ist jetzt in der Döberitzer Heide hier zu Ende. Nur ein kleiner Rundgang bitte für die Wildkamera. Es waren ein paar lustige Aufnahmen drauf. Für War euch sehr lustig. Das ist überraschend. nicht angenehm. Was? Für euch lustig. Wenn ihr fühlt, muss das nicht angenehm. War das eigentlich aufgeblasen, Ja, das der hat Ding? einen kleinen Ventilator dran. Ach so. Du musst rein, da hast du hier so eine Gummimanschette, das ist nicht hier links, das ist nicht aufgeblasen. Das sind alle, das sind Pferde, da sitzt du wie so ein Reiter drin, alles. Ach so. Ja, das war ein bisschen sehr lustig, war sehr überraschend. Dankeschön, Jung. Meine Videos kommen immer freitags um 12, wenn es keine technischen Probleme gibt. Wenn ihr abonnieren drückt und die Glocke, dann verpasst ihr die neuesten auch nicht. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis dann, ciao. Vari und Jürgen. Hier. Da. Hier ist der Jürgen. Und der Rabe. Gibt es noch ein paar Outtakes? Ne, diesmal habe ich keine Outtakes bei. Wer denn führt? Warum rettet mich denn niemand? Ich renne, lass mich runterlassen. Hilfe!
da drinnen sind die Kameras drin. Okay. Und die gucken fast 180 Grad. Erst mal diese Scheiße aus dem Design. Ist ja verzogen, Alter. Wenn ich anschaue, die siehst du ja mal, wie sie läuft. Nichts in der Hand, aber du siehst am Schatten nicht. Wer dann führt? Warum rettet mich denn niemand? Ich renne, lass mich runterlassen. Hilfe!